eigentlich hier, um gegen den Krieg zu demonstrieren, wie alle anderen jetzt hier auch. Und Krieg ist für uns was ganz Furchtbares und das ist für uns auch nicht gerechtfertigt. Wir sind ja noch ganz anders betroffen als andere Familien, die jetzt demonstrieren. Die Familie meines Mannes lebt dort und wir besuchen sie regelmäßig. Wir sind alle 2 Jahre für 4 bis 5 Wochen da, haben also einen engen Kontakt zu der Familie. Aufgabe ist es ja jetzt eigentlich, unsere Regierung zu unterstützen, um ihnen zu zeigen, dass wir hinter ihnen stehen und dass sie auf dem richtigen Weg sind. Und da bist du vorhin nicht gelaufen. Eigentlich nur durch solche Demonstrationen zeigen, dass man dagegen ist. Als kleiner Mensch habe ich wenig Einfluss auf die Politik oder kann nur sagen, ich finde das von der jetzigen Regierung gut, zu sagen, sich rauszuhalten. Die müssen eher noch viel weiter gehen. Wir haben uns vor ungefähr 1,5 Jahren gegründet, hier in Berlin. Und zwar ging es darum, dass wir einen Schülerstreik organisieren wollten gegen den Afghanistan-Krieg. Aber die USA stürmen da jetzt ja ziemlich schnell an Bagdad heran. Und die Frage ist dann, wie es weitergeht, weil klar ist ja, und was Bush ja von Anfang an klar gemacht hat bei diesem Krieg, dass es darum geht, die Hauptstadt auch einzunehmen. Und die Frage ist da, wie viele Opfer auch das fordern wird. Ich war auch sehr erschreckt über die ganzen zivilen Opfer, die es diese Woche gegeben hat. Also die Frage von den, Autos, die in denen Kinder, in denen Frauen und Männern erschossen sind. Finde ich ganz, ganz wichtig. Ich glaube, also haben wir auch eine ganz, ganz große Verantwortung als Jugendliche. Weil es ja schon so ist, dass wir wirklich die Zukunft sind. So. Und ich glaube, wir haben auch ganz viel Kraft, unsere Eltern zu inspirieren. Und also nicht nur unsere Eltern, sondern alle Leute, die halt nicht mehr jugendlich sind, dass die auch auf die Straße gehen. Weil ich glaube, dass bei vielen Leuten, die ungefähr Mitte 30 sind, ab Mitte 30, dass da ein bisschen Resignation eingesetzt hat und die glauben, dass wir nichts mehr machen können und das so hinnehmen. Aber ich glaube, das Gute an Jugendlichen ist, dass sie sehr, sehr emotional sind und ganz, ganz viel aus dem Bauch heraus handeln. Also ich gehe seit Kriegsbeginn, also besser gesagt am zweiten Tag, seitdem habe ich die Genehmigung, hier das zu machen, gehe ich jeden Tag hierher und stelle 10 Kreuze auf für die Toten. Denn über die wird ja nie gesprochen in diesem Krieg. Es ist schon sehr wichtig, habe ich bemerkt, und zwar aus dem Grunde, weil es etwas anderes ist als eine Demonstration zum Beispiel. Eine Demonstration bewegt sich und das hier ist ein Ort, der bleibt. Das ist wie ein, man hat vergessen, wie man Trauer bewältigt. Und die bewältigt man eben an einem stillen Ort, in der Kirche, auf dem Friedhof, wie auch immer. Das ist ein Friedhof, den ich hier aufbaue. Und ähnlich reagieren die Menschen. Sie gehen hin und legen Blumen hin, sie bringen Kerzen, sie fangen an, Botschaften an die Kreuze zu hängen. Und sie verweilen hier, manchmal schweigend, manchmal kommen sie ins Gespräch mit mir. Es ist eine ganz andere Sache als eine Demonstration. Und ich glaube, dass es ganz wichtig ist, möglichst vielfältig zu zeigen, dass man gegen den Krieg ist. Musik.
Also die Band wurde etwa 1992 in Berlin gegründet. Es gab immer das Problem, dass die Musik, die ich gespielt habe und das, was auf der Straße war, für das, was ich mich inhaltlich eingesetzt habe, nicht zusammengepasst hat. Na, ich war auch früher politisch aktiv und das Schöne daran ist halt, meine Fähigkeiten als Musiker mit dieser Aktivität zu verbinden. Das heißt, Herr Busch, was du auch tust, dir nützt kein New War. Terrorbekämpfung, die schiebst du nur vor. Das Volk ist stärker als dein Staatsterror. Herr Busch, was du auch tust, dir nützt kein New War. Herr Schröder, dein Nein ist kein echtes Nein. Europas Monopole wollen selbst die Ersten sein. Für aktiven Widerstand treten wir ein. Herr Schröder, dein Nein ist kein echtes Nein. Ja. Ach so, die größere ist eine Woche. Die große Demonstration ist bundesweit ist eine Woche drauf. Nee, die ist ja nicht am Samstag, die ist erst die nächste. Es ist eine unglaubliche Breite, was da auf die Straße geht im Moment bei den Großdemonstrationen. Das merkt man, das sind Leute, die vorher nie sonst auf Demonstrationen waren. Sehr viele. Und mit Musik kann man ja nur Sachen beschleunigen, befördern. Oder man kann sie auch bremsen. Wir versuchen natürlich, was zu beschleunigen, was die Leute sowieso wollen. Das hat uns selber auch überrascht, ne? Dass praktisch täglich in Berlin ist irgendeine Aktion gegen den Krieg. Wöchentlich sind große Massendemonstrationen. Also ich habe das in meinem ganzen Leben noch nicht erlebt. Wir haben uns ja zusammengefunden hier mit dieser Lichterkette, um für den Frieden hier zu demonstrieren, in der Hoffnung, dass der Krieg noch aufgehalten werden kann, weil er eine ganz ungerechte Sache ist. Man kann eigentlich nur durch solche Aktionen, dass man bei Demonstrationen sind, dass man Organisationen unterstützt, die eben Protestaktionen vorbereiten. Wir kennen auch Leute, die sogar als Schutzschilder in der letzten Woche nach Bagdad gereist sind. Ja, also das ist schon enorm mehr. Kann man ja eigentlich nicht machen. Was ich am allerwichtigsten finde, ist, dass man Freunde und Bekannte aufklärt, also die sich vielleicht nicht so damit befassen oder beschäftigen, weil das Interesse halt nicht so groß ist, dass man da halt probiert, denen das zu erklären und für die sie zu sensibilisieren oder das finde ich am wichtigsten, dass das zum Thema wird einfach. Die Hoffnung ist natürlich ganz groß, dass es keinen Krieg gibt. Aber es ist wirklich nur noch ein Fünkchen Hoffnung. Mm-hmm.
Wir sind direkt seit dem ersten Tag vor dem Anfang des Krieges, sind wir hier nachts angekommen um 1 Uhr. Und seitdem schlafen wir hier Tag und Nacht und übernachten alles. Wir kochen hier, aber es gibt auch vernünftige Menschen, die uns waschen lassen. Wir kommen von Nordrhein-Westfalen, von Hamburg, überall her. Ja, wir haben hier eine Glocke aufgebaut und ein Friedenszeichen. Und für jede Stunde, die der Krieg im Irak weitergeht, stellen wir eine Kerze hier auf das Friedenszeichen und zünden diese an. Und jede halbe Stunde läuten wir einmal die Glocke. Wir sind sehr stark zusammen und Europa auch schon. Und wir sind stolz darauf, alle, auch die Deutschen, dass wir alle so fest zusammenhalten. Und wenn wir alle das tun, wirklich so fest zusammenhalten, dann hat so ein Mensch keine Chance. Keine Chance gegen uns. Okay, was soll ich noch nehmen außer meinem Mega? Dein Mega. Mehr nicht? Mein Gott. Hier, da steht Onrin drauf. Nee, das kann ich mir nicht anziehen. Da steht Onrin drauf. Aber nicht. Ja, los, jetzt kommen wir müssen los. Steck rein. Ja, und mach mein Skip wieder zu, damit du nicht ja groß bist. Also, wir haben einmal uns an der Organisation beteiligt, die Strecke mit vorgeschlagen. Und wir haben Plakate geklebt und Leute gefragt, ob sie hingehen wollen. Und das überhaupt erstmal bei Schülern bekannt gemacht, dass heute diese Demonstration ist. Ja, wir können Leute dazu bewegen, darüber nachzudenken und sich aktiv gegen diesen Krieg auszusprechen. Und das hat dann auch eine Wirkung. Ja, ich glaube schon, dass es wirkt. Also heute waren wir auch wieder der erste Block und es war ein sehr, sehr großer Jugendblock über zwei Straßen. Und es hebt sich schon von der Masse ab, so ein Jugendblock. Ich glaube schon, dass es viel Wirkung hat. Also wenn man jetzt Schüler anspricht, kennst du Jugend gegen Krieg? Ja, habe ich schon gehört, ihr habt den Schülerstreik gemacht und ihr seid ja sowieso immer auf Demos präsent und so. Ich glaube schon, dass es wirkt. Ja, die stoppen wir! Die Bomben, ja, die stoppen wir! 5, 6, 7, 8! 5, 6, 7, 8! Mit dem Krieg wird Schluss gemacht! Mit dem Krieg wird Schluss gemacht! Sonntags ist hier Gottesdienst, normal der Sonntagsgottesdienst. Und jetzt in dieser Zeit haben wir eben zu diesen Friedensandachten eingeladen, immer jeden Montag um 18 Uhr. Weil wir den Menschen hier in Siemensstadt und auch in der Nachbargemeinde Dreieinigkeit die Gelegenheit geben wollen, ihre Gedanken zu äußern hier und selber ins Nachdenken zu kommen. In diese friedlose Welt sind wir Christen gesandt.
bei diesem Friedensgebet speziell, da kann jeder sich äußern, wer sich gerne äußern will und was dazu sagen. Das ist bei den Sonntagsgottesdiensten natürlich nicht so. Ich hoffe und bitte, dass Sie die Hilfe erfahren zur Linderung Ihrer körperlichen Schmerzen und Ihrer seelischen Schmerzen. Die Hilfe, die Sie brauchen. Hi, hi. Hi, hi. Lächeln. Lächeln. Ist doch die ganze Zeit. Da runter, ja. Wir fahren da runter. Wie lange ist das? Leute, lasst nicht nach im Widerstand. Helft mit, den aktiven Widerstand höher zu entwickeln, weiterzuentwickeln. Auf den Straßen, in den Büros, in den Betrieben. Montagsdemonstration, hier ist Endstation. Bitte alle aussteigen. Kommt alle ruhig raus, denn es sind zu wenige. Rauskommen. Heute hier ab 18.30 Uhr geht die Demonstration los. Vorher gibt es hier ein offenes Mikrofon. Hier kann jeder reden, der sich hier gegen den Krieg ausspricht. Wir stehen hier vor der Humboldt-Universität, der alten Berliner Universität. Ich habe eigentlich gehofft, dass diese Montagsdemonstration die letzte ist. Aber wie das aussehen wird, ist es ja nun doch nicht, wie geplant, ein Blitzkrieg, sondern ein langer Krieg. Ihr Herren der Welt, gewichtig am Schreibtisch, voll Macht und voll Geld, geehrt für Verdienste an unserem Land. Ihr schlüpft neuerdings ins rot-grüne Gewand. Gegen den Wind. Stellen uns quer gegen den Wind. Weltweiter Widerstand, der gewinnt. Weltweiter Widerstand, der gewinnt. Wir stellen uns quer gegen den Wind. Wir stellen uns quer gegen den Wind. Weltweiter Widerstand, der gewinnt. Weltweiter Widerstand, der gewinnt. Ja! Diese Demo geht auf das Jahr 1991 zurück, als der erste Golfkrieg war. Damals war ich Rektor an der Berliner Universität und wir haben gesagt, dass also von unserer Universität, sie ist die Wiege der Aufklärung. Aktiver Widerstand, wir sind stark. Stopp den Krieg gegen Irak. Stopp den Krieg gegen Irak. Aktiver Widerstand, wir sind stark. Aktiver Widerstand, wir sind stark. Stopp den Krieg gegen Irak. Stopp den Krieg gegen Irak. Ja! Morgen findet ja an der Siegessäule wieder eine große Demonstration statt. Ich hoffe, dass da wieder viele zahlreich erscheinen werden, so wie es auch im Februar war oder so wie es jetzt letzten Samstag war. Ich soll da diesmal eine Rede halten. Bin gerade dabei, sie vorzubereiten. Habe jetzt Informationsmaterial gesammelt, probiere das zusammenzuschreiben. Mir ist schon klar, dass die Gedanken, die ich mir mache, auch wahrscheinlich 70% derjenigen machen, die ich da morgen vorfinden werde. Also ich sehe mich da jetzt nicht so, als wenn ich da jetzt irgendwelche wichtigen neuen Erkenntnisse zu sagen hätte, sondern einfach nur, um das nochmal so auszusprechen. Mir geht es eigentlich auch nicht ums Gewinnen oder ums Verlieren, sondern das Wichtigste ist einfach, dass meiner Familie eigentlich nichts passiert. Oder dass generell die Zivilbevölkerung weitestgehend verschont wird. Man fühlt sich so ohnmächtig gegenüber das, was jetzt alles so passiert. Und ja, eigentlich möchte man nur laut aufschreien und irgendjemand nehmen und schütteln. Tschüss. We'll be right back.
أما جرارك عسل Ich stelle fest, dass wir eine ständig wachsende Friedensbewegung haben, auch in Berlin, aber gerade in Berlin. Und dass es sich inzwischen um eine Bewegung handelt, die größer ist als je zuvor. Es gehen mehr Menschen auf die Straße, häufiger auf die Straße und auch in vielfacher anderer Weise wird ja Widerstand zum Ausdruck gebracht, wird die Auffassung der Bevölkerung zum Ausdruck gebracht. Und das macht auch Eindruck auf die Regierung. Gegen den Wind. Stellen uns quer gegen den Wind. Weltweiter Widerstand, der gewinnt. Weltweiter Widerstand, der gewinnt. Wir stellen uns quer gegen den Wind. Wir stellen uns quer gegen den Wind. Weltweiter Widerstand, der gewinnt. Weltweiter Widerstand, der gewinnt. Ja! Widerstand, wir sind stark. Aktiver Widerstand, wir sind stark. Stopp den Krieg gegen Irak. Stopp den Krieg gegen Irak. Aktiver Widerstand, wir sind stark. Aktiver Widerstand, wir sind stark. Stopp den Krieg gegen Irak. Stopp den Krieg gegen Irak. Ja! Weil Bush mit Atomkrieg droht. Wir fordern, weil Bush mit Atomkrieg droht. Auch in USA Atomwaffenverbot. Auch in USA Atomwaffenverbot. Wir fordern, weil Bush mit Atomkrieg droht. Wir fordern, weil Bush mit Atomkrieg droht. Auch in USA Atomwaffenverbot.
auch in den USA Atomwaffenverbot.